Ist das ein Ausblick? Das ist doch mal was Schönes. Ja. Was haben wir jetzt? 150 Meter bis zum Strand? Ungefähr so? Ja. Ja, sehr schön. Also, herzlich willkommen. Nee, guten Morgen. So muss ich sagen. Ne? Guten Morgen. Aber trotzdem herzlich willkommen in... Le Lavandou. Gesundheit. das ist in der Nähe von der... Borm la Mimosas. Genau, die Mimosenroutenstadt ist das, glaube ich. Ja. Ne? Entschuldigung. Und ich zeige euch jetzt mal die Strecke. Oder ihr habt sie wahrscheinlich schon gesehen. Das ist der Hammer. Unbedingt machen. Also so viele Mimosen, das wird der Straße schon gerecht, glaube ich. Ne? Auch die ganz andere Vegetation. Ja, also supi. Es ist wirklich sehr, sehr schön hier. Ja. Ja. So, der Platz hat hier nichts. Verentsorgung? Doch, nicht, doch. Aber doch, kein Strom. Doch, aber kein Strom, genau. Und kein, nee, kein Strom dann. Kein Strom. Also ja. Ich habe gelesen, ich gucke mich mir das gleich mal an. Ich guck mich das mal an. Wir hatten auch keinen Begrüßungsschnaps. Nein. Nein. Auch wegen dem Preis und alles. Schranke war jetzt oben, das Häuschen nicht besetzt. Ich guck da mal gleich und dann... In den nächsten Tagen werden wir nochmal Bescheid geben. Genau. Das kann sein, dass wir hier zwei Tage bleiben. Ich werde also auf jeden schön. Fall erstmal die Solarpaneele aufstellen. Mhm. Und weil das waren jetzt eine Dreiviertelstunde, Stunde von dem alten Platz. Aber ja. Sehr schön. Hast du fein gemacht. Darum wirst du auch nicht ausgelacht. Und ja, wir machen uns erstmal jetzt hier, wir sind gerade angekommen. Wir müssen erstmal alles klar Schiff machen hier. Genau, ankommen. Ankommen, genau. Ein Schnäpschen. Ja. Ne? Damit gleich. Das alles läuft. All I want's in a dream, we are together. Nice. Ja. Käffchen? Jo. Nochmal, ich nee, was ist das schön? Wobei Frauchen findet das gar nicht so schön hier. Das ist so blöd. Ich hab die schließlich ausgefüllt. Oh, ho, ho, ho. Zack, und schon am Wasser. Ja, so richtig Strandbetrieb ist noch nicht. Aber gut, wir haben ja auch, was haben wir denn, Mitte Februar? Jo, aber ich kann mir gut vorstellen. Ist auch ein bisschen frisch das Wasser. Ja, das soll wohl sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass hier ganz schön der Berg steppt. Jo. Wenn hier Saison ist, kannst du hier schön eine, was trinkt man denn hier so? Caipirinha, Tequila Sunrise, irgendwas in dieser Richtung. Oder ein Bier. Wein. Wein geht auch, natürlich. Wein gerne. Ja. Und dann kannst du auf Brustwarzen quasi wieder zurück in deinen Camper. Perfekt. Perfekt. Don't mean to turn it upside down.
I really wanna hear you out. I can't know how it is to be where you so calmly sit when I'm further my own narrative, catching only part of it, to just be, to really see. Just me. Schönen guten Morgen. Morgen. Aus, wo waren wir gestern? Haben wir gestern schon gesagt. Le Lavandou. Ja, sowas. Auf dem Weg nach Bormes-les-Mimosas. Sind wir jetzt mit dem Rad. Mit dem Fahrrad. Hier, mit den Kollegen. Genau. Und sind jetzt hier gerade angekommen, beziehungsweise gerade auf dem Weg. Und dann muss ich sowas sehen. Hörst du wohl ein Träumchen? Ein Traum in Blau. Jo. Ja, Wetter ist jetzt heute Morgen ein bisschen ja, durchwachsen, jo. Aber jetzt geht's wieder. Jetzt ja. Kommt langsam. Ja. Ich glaube, ich muss da die Jacke ausziehen. Ja, so, also bis jetzt ein schöner Fahrradweg. Ja. Ne? Also ja. Durch das Dörfchen durch, wo der Stellplatz ist, da ist ein bisschen kritisch, weil da fährt man Straße lang. Aber dann kommt man hier auf so einen externen Fahrrad-Fußgängerweg. Richtig schön, breit und... Das haben die grundsätzlich, glaube ich, ganz gut gemacht in ja, Frankreich, muss ja. Ich schon sagen. Aber die Aussicht ist mega. Ja. Ja, okay, wir werden jetzt mal weiterfahren, mal gucken, was uns noch vor die Linse kommt. Ansonsten sehen wir uns gleich nochmal in Bormes-les-Mimosas. Bormes-les-Mimosas. Er lernt's noch. Hallo, Français? So, okay. Je ne sais pas. Throw stones into a quiet lake. What is it you're really saying? I turn the thoughts to little waves. Space on either side of every single word I write. I found you in another line. Notice all the time it takes to just be. So, bist du da? Angekommen am Park Gonzales. Ja, man steht vor, dann können wir, stehen wir nicht so schräg. Bitte. Schräg ist gut. Nee. So, immer noch angekommen im Park Gonzales. Aber die Tour, Leute. Also ohne E-Bike, Respekt, wer das ohne schafft. Ja, ist also laut Navi irgendwie 170 Meter geht das hoch, aber das ist schon steil. Ja. Also da muss ich schon sagen, ist schon steil. Vielleicht hat man es ja gesehen auf den Bildern zwischendurch mal. So, Park Gonzales, hier ist Flora aus Australien. Genau. So soll es sein zumindest. Ja. Roberta Gonzales hat das initiiert. Ja, komm, wir gehen gucken. Ja, das ist ja hier alles am Hang gebaut, ne? Ja. Auf mehrere Ebenen, Etagen. Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it. Golden, golden, I'll follow only golden, 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 golden things. Mountain laurel high fives for miles
in spring. Rainbow trout and hummingbird wing. Golden. Jo, hier gibt es zwei Eingänge. Oder ist er auf mehreren Etagen angelegt oder sowas? Da ist einmal, kann man das sehen? Da. Und hier ist noch ein Eingang. Und den gehen wir jetzt auch mal rein, ne? Ja, das ist alles sehr, sehr schmal, so ist nicht groß, terrassenförmig angelegt, aber sehr schön. Oh, hier liegt noch Konfetti. War hier Karneval? Also, ich bin jetzt kein Profi, aber was genau ist jetzt hier australisch, Schatz? Die Eukalyptusarten, die verschiedenen Proteenarten, Banksia, Grevillea und was da nicht, Melaleuca. Melisse kenne ich, Bank kenne ich. Gärtner und Floristen wissen das. Ja, sag ich doch, ich nicht. Schön. Oh, die verschiedenen Palmen hier auch. Also ist schon? Ja, ja. Supi, das wollte ich hören. Von einer Fachkraft. Jo. Ja, kleiner Park, kann man so sagen, ne? Ja. Aber ich finde, wenn man hier ist, sollte man sich den schon angucken. Ja, wer Lust also hat, den Berg hochzukraxeln, ja, ob zu Fuß, ja, oder mit Fahrrad, der wird schon belohnt. Ist schon schön. Ja. Ist schon schön. Ja. Auch die Aussicht ist schon fein. Ja, auf jeden Fall. Ja. So, wir gehen jetzt wieder nach Zentrum. Wir gehen jetzt erstmal dahin und dann, ja, genau, fahren wir da runter. Zentrum. Machen das Zentrum unsicher. Genau. So, was wir noch ganz vergessen haben, der Park ist auch noch umsonst. Ne? Was? Ich glaube, das hattest du am Anfang. Okay. Ihr könnt eure Fahrräder abstellen.
Morgen. Moin, moin. Bonjour. Aus Le Lavandou. Immer noch. Immer noch, ja. Wir haben gestern, wie ihr gesehen habt, genau, da noch haben, den Trip gemacht. Nach, haben wir gestern noch was dazu gesagt? Ja, da haben wir noch was zu gesagt. Okay. Nach Bormes-Lemimosas. Genau. So. Wir sind jetzt hier mit der Küste fertig. Wir sagen erst noch kurz was zu dem Stellplatz. Der Stellplatz, ja. Teuer, aber schön. Genau, 25 Euro die Nacht. Ja, mit Fähr- und Entsorgung. Strom kostet, glaube ich, nochmal extra. Ja. Platz ist genug. Der ist so ein bisschen terrassenförmig angelegt, vis-à-vis vom Strand. Da ist nur die Straße dazwischen. Tagsüber, klar, hört man es, aber nachts ist hier ruhig. Ne? Ja, also ich würde sagen, der ist ruhig. Ja, also ja. Ist nicht so geruischempfindlich, aber nein, der ist schon ruhig. Durch mal hier einen vorbeifahren. Oder mal einen Hund bellen. Also. Ja, normales Leben auf dem Stellplatz. Ja. Ne? Nein, aber sonst alles gut. Also man ist fußläufig, ist hier ein Bäcker, ein Lebensmittelmarkt, Proxymarkt. Der ist hier fußläufig. Alles andere ist zurzeit noch geschlossen. Ich denke mal aber, dann im Sommer wird hier... Also hier im Ort, ne? Ja, hier im Ort, genau. In Bormes-Lemosas war... Ramidami. Ja, da gibt es ein Intermarché, ein Carrefour, der am Hafen, da sind die Bars und Restaurants geöffnet. Also da ist schon... ein bisschen mehr los. Ja, aber eine sehr schöne Stadt auch. Ja. Schöner Hafen oben an diesem Park de González. Auch schön, hatten wir aber schon, glaube ich, gesagt. Genau. Hier zum Platz, also Fährentsorgung ist auch da. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich die gefilmt habe. Gucken, wenn wir gleich rausfahren, erwische sie vielleicht noch mit der Frontkamera. Ja, wir wollten ja noch entsorgen. Wollten wir? Wollten wir. Aha, guckst du. Und wolltest du? Ja, guck mal. Ich entsorgen, oder? Ja, das hättest du wohl gerne. Das hättest du gerne. Ja. Das wäre ich denn ohne dich. Ja, da würdest du nicht weiterkommen. Wir werden jetzt hier an dieser Stelle, an dieser Küste, Côte d'Azur. Côte d'Azur. Werden wir jetzt nochmal das Video beenden. Jo. Und würden dann ins Landesinnere gleich fahren. Mhm. An einem vermutlich... hoffentlich. Spektakulären Ort. Superschönen Ort. Ich war da schon mal vor... Ja, aber das müssen die Kollegen da draußen jetzt nicht. 35 Jahre war ich da. Gestern. So ungefähr. Nee, da werden wir uns da noch mal ein bisschen aufhalten und dann geht es ja auch schon bald wieder Richtung Heimat. Ja, ja. Aber erst bald. Genau. Also, bleib sauber, mach's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke für die ganzen Kommentare. Danke auch für die ganzen Tipps, die wir bis jetzt bekommen haben. Mega spitzen, große Klasse. Ne? Jo. Und ja, wir sehen uns dann später. Hoffentlich. An dem Spektakulär. Genau. Lasst euch überraschen. Ciao. Ciao.